Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin nach Genf gekommen durch eine Arbeit bei den Vereinten Nationen, wo ich 7 Jahre lang im Bereich ausländische Direktinvestitionen gearbeitet habe. Und dann habe ich mich 2002 entschlossen, meiner Leidenschaft nachzugehen. Ich habe während des Studiums für Freunde und Bekannte schon Geld angelegt und habe das dann mein Hobby zum Beruf gemacht. Bin aber auf diese Weise in Genf hängen geblieben. Heute haben wir als Vermögensverwaltung einen Sitz in Genf, in Luxemburg und ein Office in Stockholm und verwalten rund 1200 Kundenmandate, ausschließlich individuelle Kunden. Inzwischen haben wir auch 2 Fonds, einen von denen möchte ich Ihnen gerne vorstellen. Und ich glaube, was ich im Vortrag Ihnen präsentieren möchte oder mitgeben möchte, sind 4 Denkanstöße über die verschiedenen Slides. Aber es sind 4 Grundüberlegungen. Der erste Denkanstoß ist, dass wir ein anderes Risikoverständnis haben als die meisten Investmenthäuser und Fondsboutiquen. Und der Hintergrund ist eben, dass wir nicht aus einem Bankenhintergrund kommen, sondern vielleicht auch mit einer ganz anderen Sichtweise herangegangen sind. Und eine Grundüberlegung ist, wenn man ein Aktienportfolio hat und möchte sein Risiko halbieren, wie macht man das? Möchte die Wolle halbieren? Hat jemand eine Idee? Na, relativ einfach, wahrscheinlich denken es viele und keiner sagt's. Und zwar, indem ich schlichtweg die Hälfte der Aktien verkaufe und eine 50% Aktien habe. Dann habe ich meine Wolle sofort um 50% reduziert. Und das ist im Mischfondsbereich tatsächlich eben der Standard, dass viele eben Aktien investieren und dann 50% entweder Liquidität oder aber in Staatsanleihen. Und wir haben ein grundlegendes Problem mit dieser Herangehensweise, die aber sehr weit verbreitet ist. Und zwar ist unser Kritikpunkt daran, dass wenn ich die Hälfte in Staatsanleihen oder in Cash investiere, ist ja Art-Konditionen fast das Gleiche, dann ist das so, dass ich zwar meine Wohle reduziere, aber ich habe auch gar keinen Mehrwert gebracht. Denn die Anlagen im Cash-Bereich bringen ja gar keine Performance. Und unsere Überlegung ist, dass um wirklich Performance zu generieren, muss jede Anlage, jede einzelne Anlage zur Performance beitragen. In der Summe kann es dann dazu führen, dass ich ein niedriges Risiko habe, das aber im unterschiedlichen Verhaltensweisen meiner Anlagen. Und das ist eben die Herausforderung, die wir glauben, eben viele institutionelle Investoren fast im Gleichschritt nicht beachten. Und hier ist eben unsere Zielsetzung, die wir anstreben, ist eine aktienähnliche Performance zu erreichen, aber gleichzeitig das Risiko in Verlustphasen deutlich zu reduzieren. Und der Hintergrund, wie wir das erreichen, ist, dass wir eben neben dem Aktienbereich auch den Anleihebereich als Renditegenerator sehen. Wir haben das einen anderen Fonds noch, einen Anleihefonds. Dort ist das so, dass wir seit 12 Jahren, seit dem ersten vollständigen Kalenderjahr, eine jährliche Rendite von 8% pro Jahr erzielt haben. Es ist so, dass im letzten Jahr haben wir den Lipper Award im Anleihebereich gewonnen für globale High-Yield-Anleihen. In diesem Jahr sind wir auch die Titelträger. CityWire-Preis haben wir ebenfalls gewonnen in dem Bereich. Wir glauben aber, dass das Produkt, das wir Ihnen jetzt vorstellen, noch deutlich interessanter ist, weil hier wir eben festgestellt haben, und das ist letztendlich eine Zufallsentdeckung gewesen, dass die Kombination aus renditegerichteten Anleihen mit Aktien sehr gut miteinander harmonieren. Sie sind zwar nicht wie Staatsanleihen negativ korreliert, sie sind positiv korreliert, sie verhalten sich aber nicht in jeder Marktphase gleich. Also mein erster Denkanstoß ist, dass eben jede Anlageklasse, jede einzelne Komponente einer Anlagestrategie muss zur Performance beitragen. Und hier eben, was wir hier dargestellt haben, ist unser Mischportfolio im Vergleich zum Euro Stoxx. Wir haben aber
alle Monate rausgenommen, in denen der Eurostox eine positive Performance hat. Insofern ist das so, dass er jetzt seit 2012 bis heute eben natürlich 100% negativen Ertrag hat. In allen Monaten war er negativ. Das liegt einfach daran, dass wir nur die Monate ausgewählt haben, in denen eine negative Performance hatte. Und hier ist das eben so, dass der Global Income Fonds in deutlich mehr als der Hälfte der Fälle eben eine positive oder neutrale Rendite erzielen konnte. Das heißt, die Outperformance wurde sehr deutlich erzielt in den Negativphasen. Und dasselbe gilt jetzt für dieses Jahr. In der Corona-Phase ist das ebenfalls so, dass wir es geschafft haben, die Risiken deutlich zu beschränken. Und natürlich haben auch wir die Corona-Krise nicht vorhergesehen. Wir hatten aber einen Vorteil. Und zwar ist das so, dass, wie Jürgen schon präsentiert hat, mein Vater arbeitet in der Vermögensverwaltung mit. Er ist inzwischen 82 Jahre. Und er hat ein Buch geschrieben über schwarze Schwäne. Allerdings nicht mit der Perspektive aus Anlageperspektive, sondern seine Fragestellung ist mehr, welche Katastrophen könnte es geben und wie muss die Menschheit darauf reagieren, um diese Herausforderungen zu meistern. Also es geht ihm eher um den Fortbestand der Menschheit. Das wurde dann in der Taz in Berlin kommentiert. Das Leben ist schon schwer genug, so ein Buch braucht man ja wirklich nicht, wo man auf die ganzen Weltkatastrophen, die eintreten könnten, noch hingewiesen wird. Aber es hat uns geholfen in der Denkweise, denn als die Themen im Februar auftraten, Pandemie ist einer seiner Themen dort, die aufgeführt hat. Und wir haben dann schneller als viele auf diese Krise reagiert, indem wir die Portfolios grundsätzlich umstrukturiert haben. Wir haben Cash reingenommen und wir haben ganz gezielt uns überlegt, welche Aktien haben in den Krisen 2008, 2011, 2018, als die Märkte deutlich unter Druck waren, gut performt und haben solche Unternehmen ganz gezielt gekauft. Das war so Unternehmen wie Walmart, Goldminenproduzenten, Schweizer Immobilienwerte oder Unternehmen in Übernahmesituationen. Das heißt, die Unternehmen, die wir hier ausgewählt haben, haben wir ganz gezielt mit der Zielsetzung ausgewählt, dass die sich eben in Krisenphasen sehr resistent sind und sogar zulegen können. Und dann im weiteren Verlauf haben wir die Portfolios wieder dynamisiert, wobei wir weiterhin deutlich vorsichtiger aktuell aufgestellt sind, als das noch vor der Corona-Krise der Fall war. Wir sind ein strenger Value-Investor, interpretieren das Value-Investing aber sehr unterschiedlich, je nach Anlageklasse. Und zwar ist das so, dass wir im Anleihebereich das ganz klassische Value-Investing durchführen. Das heißt also, die Zielsetzung ist, wie finde ich unterbewertete Unternehmen, das kommt ja auch von Benjamin Graham oder Warren Buffett, ich denke, die sind den meisten hier bekannt, die ganz gezielt eben Unternehmen mit einem Abschlag einkaufen wollen. Nur jeder, der über längere Zeit im Value Investing aktiv war, kennt ein Grunddilemma. Nämlich, was häufig passiert im Aktienbereich, ich habe als Value Investor eine gute Analyse durchgeführt. Ich habe ein Unternehmen sehr günstig eingekauft. Nur, um danach den Wert zu heben, brauche ich ja den Markt. Und was mache ich, wenn ich richtig liege? Ich kaufe ein Unternehmen mit 20, 30, 40, von mir aus 50% Abschlag ein. Und ich habe recht. Aber der Markt erkennt das die nächsten 5 Jahre nicht. Und das ist das Dilemma, das eben viele Value-Investoren haben. Die kaufen etwas günstig ein, brauchen aber den Markt. Im Anleihebereich habe ich einen grundsätzlichen strukturellen Vorteil. Nämlich der Vorteil der Anleihen gegenüber den Aktien ist, Anleihen laufen aus. Und das Auslaufen ist immer ein Eventfaktor, der dazu führt, dass ich eben mein Geld zu einem festgelegten Zeitpunkt zurückbekomme. Und die Rechenweise, die Vorhersehbarkeit ist deutlich höher als bei Aktien, denn es geht ja um eine ganz einfache Gretchenfrage. Geht das Unternehmen pleite oder geht es nicht pleite? Geht es nicht pleite, kriege ich mein Geld. Das ist ganz einfach. Und ich hatte mir gerade am Tisch die Diskussion, wo zwei Kollegen dann sagten, naja, Anleihebereich, da gibt es ja überhaupt nichts zu holen. Und da habe ich denen gesagt, ja, darüber spreche ich gleich, da sind wir ja gespannt, was sie da erzählen, was es eigentlich gar nicht gibt. Aber es ist tatsächlich so, dass es im aktuellen Umfeld
fantastische Anlagemöglichkeiten gibt. Ich habe hier mal zwei Beispiele mitgebracht, und zwar von dem Unternehmen Yum Brands. Das ist eben ein Unternehmen, dazu gehört Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Taco Bell. Die haben eine Anleihe mit 6,9% Zinscoupon und einer Laufzeit von 17 Jahren. Auf Basis der aktuellen Kurse kriege ich da immer noch rund 5,5-6%. Und unsere These hier ist, die Investmentidee ist, dass wir in Europa schon lange ein Nullzinsumfeld haben. In den USA hatten wir vor nur 2 Jahren bei 10-jährigen amerikanischen Staatsanleihen noch 3,5%. Die wenigsten ändern das. Die Zeit ändert sich so schnell. Jetzt haben wir ein Nullzinsumfeld. Auch in den USA gehen die Zinsen Richtung Null. Aber bei Unternehmensanleihen, bei großen Unternehmen, ist das teilweise noch nicht durchgedrungen. Das liegt eben aufgrund der großen Verunsicherung, die jetzt mit Covid einhergeht. Wir glauben, dass sich das innerhalb der nächsten 12 bis 24 Monate korrigieren wird. Die Sache ist nur die, wenn jetzt ein Yum Brands in, sagen wir mal, 3 Jahren Anleihen ausgeben wird, wie in Europa das jetzt schon der Fall ist, sagen wir mit 1 oder 2%, dann ist das so, dass schon ausgegebene Anleihen ohne Call-Datum, ohne Call-Möglichkeit, ebenfalls eine Restrendite von 1 bis 2% ausweisen müssen. Das bedeutet aber, wenn ich jetzt hier, sage ich mal, 6% kriege und in 3 Jahren können die Unternehmen sich mit, sagen wir, 1% finanzieren, dann kriege ich nicht nur 5% Rendite, sondern ich kriege 5% Rendite multipliziert mit 17 Jahren Laufzeit. Das ist 17 mal 5. Und das ist eben das Chancenfeld, dass wir glauben, dass hier eben ein ganz erheblicher Upside da ist. Solche Anleihen können durchaus 30, 40, 50% zulegen auf Sicht von 24 Monaten und sind gleichzeitig sehr konservativ, weil eben die Ausfallwahrscheinlichkeit einer Yum Brands relativ überschaubar sind. Fast Food werden die Leute wahrscheinlich auch weiterhin essen. Ein anderes Thema, auch so ein typischer Bereich von Anleihen, die wenig im Fokus sind, ist das Unternehmen Etrion. Etrion baut Solarparks. Und als der Broker das an uns herangetragen hat, war dann die Frage, habt ihr Interesse an Solarpark-Unternehmen? Und unsere spontane Antwort war auf keinen Fall. Warum? Ich meine, muss man SolarWorld oder andere Solarpanel-Hersteller in Deutschland, das war ein großes Desaster mit vielen Insolvenzen. Und dann hat der Broker uns gesagt, ja, aber hier kannst du mit dem CEO sprechen. Sagt, okay, treffen wir dann mal. Und dann ist das so, dass sich eben herausstellte, dass die Situation hier eine ganz andere ist. Nämlich, die bauen keine Panel, sondern es ist so, dass die Locations, Orte suchen, wo man Solarparks bauen kann. Das tun sie derzeit fast ausschließlich in Japan. Und da ist das so, dass sie eben die Genehmigung holen, die Parks bauen. Sie bauen die nur dann, wenn sie vom Staat 20 Jahre Garantiepreise bekommen. Und nach deren eigenen Kalkulation bauen sie die nur, wenn sie eine 50% IRR haben und verkaufen die dann an Pensionskassen mit einer deutlich niedrigen IRR und haben dadurch einen sehr guten Ertrag. Also, aber die haben schon solche Parks gebaut und wir mögen die Anleihe aus diesem Grund, aber auch aus einem anderen, nämlich die haben jedes einzelne Projekt ausgelagert und haben in der Holding eben kein Risiko von keinem Projekt, weil es alles individuelle Risiken sind. Und in der Holding haben sie nur einen Schuldentitel, diesen, in Höhe von 80 Millionen und haben dies überwiegend inzwischen mit Bargeld hinterlegt. Insofern sollte man sagen, na gut, bei so niedrigem Risiko wird es auch keine Rendite haben, aber das ist ein Kurzläufer, der läuft im Januar, im Mai nächsten Jahres aus und ich kaufe die Anleihe derzeit bei 100. Das sind immer noch 7,25% Rendite. Sollte man sagen, das kann doch nicht sein, Kurzläufer solche Renditen zu bekommen. Wie kann das sein? Aber der Punkt ist eben, die Anleihe hat ein Emissionsvolumen von 80 Millionen Euro. Und große Fonds, sag ich mal, die jetzt 5 Milliarden verwalten, müssen sowas prinzipiell ausschließen. Weil eben man solche Themen von der Liquidität her gar nicht annehmen kann. Wenn ich sage, ich baue eine Position auf bei 5 Milliarden, 1% Position, dann muss ich 50 Millionen kaufen. Und natürlich komme ich dann nicht mehr raus aus diesen Themen. Das heißt eben aber, wenn man das breit streut und niedriges Volumina hat, kann man solche Themen ganz gezielt nutzen.
Aber noch interessanter, derzeit sehen wir eine ganze Reihe von Anleihen, die jetzt in der Covid-Krise runtergegangen sind. Und das ist, so wie bei Atrion, ist das, was Howard Marks, ein berühmter Anleihespezialist, der hat ein Buch geschrieben, wo er das Second Level Thinking nennt. Das heißt eben, auf den ersten Blick scheint es so zu sein und auf den zweiten Blick stellt sich die Situation ganz anders dar. Und das sehen wir derzeit sehr häufig bei ganz vielen Anleihen, die derzeit 20-30% unterhalb der Ausgabekurse stehen. Vornehmlich gibt es dafür gute Gründe, aber beim genaueren Betrachten sind das ganz fantastische Investment-Cases. Zum Beispiel aktuell kauft man eine Samsonite-Anleihe mit 2026 mit 20, wo steht sie, Sarah, derzeit bei 78, also irgendwo zwischen in den hohen 70ern, 80ern, das heißt, es ist eine Rendite von 8% in 3,25% Zinscoupon, aber das ist gar nicht das Thema. Unsere Überlegung ist eben, natürlich macht der Markt sich Sorgen, Leute verreisen nicht, deswegen kaufen sie weniger Koffer, kann man das in Zahlen sehen? Ja, kann man, Umsatzeinbruch von 50%. Die Sache ist eben nur die, das Unternehmen hat 3 Milliarden Schulden, hat aber 1,5 Milliarden Cash in der Kasse und hatten eben einen Verlust von 200 Millionen. Mit anderen Worten, die können das noch über 5-6 Jahre so weiterspielen und die Verluste weiterschreiben, was sehr wahrscheinlich nicht passieren wird. Insofern ist das so, und das ist eben auch unsere Erfahrung jetzt aus einem Vierteljahrhundert Anleihemanagement. Es ist immer so, in solchen Krisenphasen kommt es zum Einbruch und dann kommt es aber im Nachgang zu einer starken Erholung. Es wird nicht bis 2026 brauchen, bis die Anleihe sich erholt, sondern es ist so, dass die Markterkenntnis sich relativ schnell durchsetzen wird. Wir gehen von 12 bis 18 Monate aus. Und das bedeutet aber, dass ich bei einer Samsonite-Anleihe auf 12 bis 18 Monate eine Rendite von 25, 30% sehen werde. Von 80 zu 100 ist ja nicht 20%, sondern 25. Möglicherweise steht sie dann eben sogar bei 105, 30% plus den Zinscoupon noch oben drauf. Denn der Markt wird eben wieder auch zur Erkenntnis kommen, dass solche Anleihen normal bewertet müssen. Anderes Beispiel, NH Hotels, die Anleihe hatten wir auch gekauft noch vor 2 Wochen, auch in den 80ern. Jetzt kam ein Rückkaufangebot bei 97. Und das ist immer auch ein Zeichen von hoher Stärke. Hier gibt es ein Chancenfeld aktuell, das ausgesprochen hoch ist und das man ganz gezielt nutzen sollte. Das ist ein Mechanismus, der ist in jeder Krise gleich. Kurse gehen runter und danach gibt es plötzlich den Run wieder auf die Kurse. Und das ist eben ein sehr absehbares Thema. Das heißt, Denkanstoß Nummer 2, eben wir haben ein fantastisches Chancenfeld im Bereich der High-Yield-Unternehmensanleihen, das man ganz gezielt nutzen sollte. Und es macht absolut Sinn, dieses Thema zu besetzen. Das ist, was wir im Office, wenn man die Themen genauer kennt, kommt man sehr schnell zu einem Wort, nämlich das No-Brainer-Thema, das ausgesprochen attraktiv ist. Im Aktienbereich investieren wir auch nach Value-Kriterien, aber nicht nach dem klassischen Benjamin Graham-Gedanken, der Zigarettenstummel, der auf die Erde gefallen ist. Das hat er beobachtet in der großen Depression, den man aufhebt und einen letzten Zug tätigt. Sondern wir fragen uns, wo könnte das Unternehmen in 10 Jahren stehen? Und die Frage ist, wir suchen ganz gezielt Unternehmen, wo die Zielerreichung ausgesprochen hoch ist. Und die Zielerreichung ist dann nach unserer Einschätzung hoch, wenn das Unternehmen einen hohen Moat hat. Das heißt, einen hohen Schutzwall, dem es dem Unternehmen ermöglicht, immer weiter nach vorne zu marschieren, ohne dass große Konkurrenz das Unternehmen davon abhalten kann, die Ziele zu erreichen. Zusätzlich fragen wir nach einer hohen Kapitalrentabilität von über 10% bezogen auf die Asset-Basis. Das heißt, wir möchten sehen, ist das Unternehmen konstant rentabel? Hier Return on Capital Employed bezieht sich auf das Eigenkapital oder ROIC, das heißt Return on Invested Capital, das bezieht sich auf die Gesamtkapitalbasis. Wir suchen Unternehmen, die konstant hohe Erträge auf ihre Assetbasis erzielen und gleichzeitig einen sehr vorhersehbaren Wachstum haben. Und ein wichtiger Blickwinkel hier ist die Sichtweise auf, was haben sie die letzten 10 Jahre gemacht?
Wie war der Wachstum, wie war der Gewinnwachstum, wie war der Cashflow, wie war der Buchwertwachstum auf 1, 3, 5, 7, 10 Jahre. Wir suchen Unternehmen, die das systematisch erreichen und wo wir die Vorstellung haben, das könnte auch die nächsten Jahre weitergehen. Ich gebe Ihnen hier mal zwei Beispiele. Das eine Unternehmen ist das Unternehmen Edwards. Die haben die Herzklappe in den 60er Jahren erfunden, profitieren von einer älter werdenden Bevölkerung und das Unternehmen wächst sehr konstant hier mit 14% pro Jahr, weil eben immer mehr Leute eben die Produkte auch benötigen mit einer älter werdenden Bevölkerung. Gleichzeitig ist es aber so, dass die geschützt werden vor einem hohen Compliance-Thema. Es ist eben für einen Operateur sehr schwierig, auf ein anderes Produkt zu wechseln, wenn man gute Erfahrungen mit einem gemacht hat und der das seit vielen Jahrzehnten anbietet. Und auf diese Weise sind sie durch Compliance-Themen der Krankenhäuser, wo sie gut vernetzt sind, geschützt. Ein anderes Beispiel ist PayPal. Die profitieren von eben der Globalisierung des Zahlungsverkehrs, einer starken Kundschaft, die wächst. Ebenfalls haben wir hier ein Wachstum von 17% pro Jahr. Und hier bei den Kursgewinnverhältnissen sieht man, man kauft diese Unternehmen nicht ganz günstig ein. Das mag sein, aber aufgrund des starken Wachstums werden sie günstig, vorausgesetzt, der Kurs würde gleich bleiben. Aber da man solche hohen Qualitätsunternehmen nie wirklich günstig kauft, ist unsere Erfahrung, dass hier eben der Treiber ist der Wachstum der Aktie, der Wachstum, der fundamentale Wachstum des Unternehmens führt auch dazu, dass die Aktien diesen Wachstum nachvollziehen. Das sind Themen, die wir für sehr attraktiv befinden. Allerdings ist das so, dass eben, das sind Themen, wo wir sagen, okay, 14%, 17% könnte so weitergehen. Das ist ein Basisbaustein in unserem Portfolio. Um aber noch die Extrameile zu gehen, ist das so, dass wir ein kleineres Segment im Portfolio so zusammenstellen auf Themen, wo wir sagen, okay, die haben noch nicht diesen Wachstum zeigen können, aber sie könnten es in der Zukunft erreichen. Häufig sind aber solche kleineren Unternehmen, die das noch nicht den Track-Record aufgebaut haben, Wachstumstreiber nur zu einem, sage ich mal, gewissen Grad, weil sie eben häufig keinen hohen Schutzwall haben. Das heißt, wir suchen Unternehmen, die einen hohen Schutzwall haben und wo man sehen kann, dass sie aber in diese Ergebnisse reinwachsen. Und das ist eben erstaunlicherweise kann man das teilweise, wenn man sich reingräbt, relativ gut sehen. Letztendlich war es ja auch so, dass Apple, nachdem sie das iPhone rausgebracht hatte, vorher wäre es ein anderes Thema gewesen, nachdem es rausgebracht hatte, war eigentlich zu sehen, dass sie ein Disruptor sein werden und massiv nach vorne schreiten würden. Allerdings ist das so, dass man auch, nachdem sie erfolgreich waren, wenn man investiert hätte, hätte man eine fantastische Performance erzielt. Im aktuellen Umfeld ist natürlich jetzt Apple etabliert, aber wir haben Themen, wo wir eben genau das sehen. Ein Beispiel ist das Unternehmen Zur Rose, derzeit unsere Top-Position. Und dort ist das so, dass wir eben, das ist das Unternehmen, das führende Unternehmen im Bereich Online-Pharmazie, also eine Online-Apotheke. Und die haben jetzt, in Deutschland gibt es eine sehr wichtige Entwicklung und zwar wird das E-Rezept dort eingeführt. Derzeit ist das so, dass man noch, wenn man vom Arzt kommt und man möchte das online kaufen, muss man den Zettel zur Post gehen und den Zettel nach Holland schicken und kriegt das dann nach Hause geliefert. Das machen nur etwa 1% der Menschen in Deutschland. Jetzt wird das E-Rezept verpflichtend eingeführt ab 2022. Das wird dazu führen, dass, wenn man andere Länder anguckt, dass der Anteil auf mindestens 10% steigen wird. Wir hatten ein Gespräch mal mit dem Management und die sagten, der Prozentsatz könnte deutlich höher sein. Zur Rose hat einen Marktanteil von 40%. Und wird auf diese Weise sind sie fantastisch positioniert, um daran zu partizipieren. Zusätzlich haben sie eine ganz innovative Idee. Und zwar haben sie einen Marketplace eingeführt. Und zwar so wie bei Amazon, anderen die Möglichkeit bietet, die Plattform zu nutzen, bietet Zur Rose den Apotheken, häufiger Einzelkämpfer, die Möglichkeit, ihre Produkte über die Zur Rose-Plattform zu verkaufen. Aber auf diese Weise gewinnen sie eben noch deutlich an Stärke und bauen eben eine sehr starke Position auf. Hier sehen wir sehr viel Potenzial. Ein anderes Beispiel ist das Unternehmen Idorsia, ebenfalls ein Unternehmen, in dem wir aktuell stark investiert sind. Die haben ein Medikament entwickelt gegen Schlafstörung. Rund 10% der Bevölkerung haben Schlafstörungen. Und es ist so, dass es dort seit Jahrzehnten keine neue Innovation gab. Und die haben ein Medikament entwickelt, wo man nicht nur einschläft,
Und die aktuellen Medikamente führen dazu, dass man ohnmächtig wird. Aber man liegt dann, sag ich mal, man liegt dann sozusagen wie ein Stein im Brett. Und bei diesem Medikament ist das so, dass die Alarmglocken ausgestellt werden und man schläft wirklich ein. Es gab jetzt die dritten klinischen Studien, die rausgekommen sind, ein Schweizer Unternehmen, die rausgekommen sind und haben das ganz deutlich gezeigt, dass es einen ganz erheblichen Mehrwert bietet. Und hier ist das so, dass wir eben sehen, die Markteinführung kommt jetzt in genau 24 Monaten. Und wenn man die Umsatzpotenziale sich anguckt, ist es auch ein Unternehmen, das deutlich stärker zunehmen kann als die etablierten Unternehmen. Und es ist so, dass eben hier wir eben auch das Dilemma leiden, noch kann man es nicht sehen, deswegen die Aktie hat noch gar nicht so stark reagiert. Wir glauben aber eben, das wird kommen und wir kombinieren das mit Unternehmen, wo man das jetzt schon sehen kann, gegenüber Unternehmen, wo das noch, sichtbar werden wird und wir vielleicht der Zeit etwas voraus sind. Das heißt, mein dritter Denkanstoß ist eben auf Unternehmen zu setzen, wo man in die Zukunft blickt und sieht, hier werden Entwicklungen stattfinden, die man heute noch nicht sehen kann. Hier sehen wir das größte Ertragspotenzial. Hier nur ganz kurz, von der Performance her, bei Citywire wurden wir einsortiert als globaler Dividendenaktienfonds, was falsch ist. Wir sind ein Mischfonds. Interessanterweise ist es aber so, dass wir über 5 Jahre besser performt haben als jeder reine Aktienfonds im Dividendenbereich und den besten sogar um fast 10% outperformt haben. Ohne Frage ein erfreuliches Ergebnis im Vergleich zu anderen Flagship-Produkten wie Flossbach von Storch, Garnet, Carmignac, alles sehr renommierte und stark performende Produkte konnten wir ebenfalls outperformen und sehr gut mithalten. Ich würde Ihnen gerne noch unsere Sichtweise, weil das ist natürlich jetzt Vergangenheitsperformance, die war stark, seit 2012 rund 120% plus, aber das ist eben Vergangenheit. Die Frage ist, wie geht die Zukunft weiter und wie sehen wir die Zukunft? Deswegen hier eine Überlegung, unterteilt nach kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Da ist das so, dass kurzfristig ist das so, dass wir nervöse Märkte sehen werden. Wir werden weitere Covid-Wellen erleben, die auch dazu führen, dass die Märkte unter Druck geraten. Wir haben weiterhin massive Probleme in gewissen Sektoren mit starken Verwerfungen. Mittelfristig glauben wir, dass sich das stabilisieren wird. Das heißt, wir sehen, Zinssätze werden weiterhin auf einem Tiefstand bleiben und wir werden einen gewissen Wachstum, Erholungen sehen. Die Gewinne werden sich verbessern, Arbeitslosigkeit wird sinken. Aber wirklich interessant ist ja die Frage, wie geht es langfristig weiter? Und dort ist das so, dass wir sehen, was natürlich auch diskutiert wird, aber interessanterweise ist es ja so, die starke Erholung, die wir gesehen haben, gehen darauf zurück, dass die Staaten ja viel stärker interventionär aktiv waren und wir letztendlich zu einem keynesianischen Modell zurückgekehrt sind die Staaten sehr stark eingreifen. Wir glauben, dass das dazu führt, dass das ist aus unserer Sicht ein Gamechanger, der zu ganz fundamentalen Veränderungen führen wird. Und zwar ist das so, dass die fiskale Unterstützung, monetäre Unterstützung ist inflationär, aber es gibt eine ganze Reihe von weiteren Faktoren, die darauf hinweisen. Wir haben das Ende der China-Preise. Damit ist gemeint eben, dass die deflationären Prozesse der letzten Jahre wurden auch erzielt dadurch, dass immer mehr Produktion nach China ausgelagert wurde. Es konnte immer günstiger produziert werden, das ist an die Konsumenten weitergegeben worden. Das kommt zu einem Ende. In der Technologie haben wir Disruptoren, die dazu geführt haben, dass alles günstiger wird. Die werden aber immer mehr zu Monopolisten. Und es wären die ersten Monopolisten, meine Damen und Herren, bei denen ein Monopol entsteht und die Preise sinken. Es ist sehr stark davon auszugehen, dass wenn keine Konkurrenz mehr da ist und wir alle bei Amazon kaufen, dass wir dann auch deutlich höhere Preise sehen werden. Das wird auch zu Regulierung führen, möglicherweise auch zu Steuern. Aber auch das wirkt ja eben preistreibend. Es ist so, dass das Kräfteverhältnis Richtung Arbeit verschiebt, auch durch die Demografie. Das heißt, wir haben immer mehr
Konsumenten durch eine älter werdende Bevölkerung. Immer mehr sind pensioniert und immer weniger, die Produkte erzeugen. Auch auf Unternehmensseite gibt es immer mehr und weniger Unternehmen, die das für mehr Konsumenten anbieten. Alle diese Faktoren führen zu einem inflationären Effekt. Und anders die Frage, ja, wo ist denn die Inflation? Und da lohnt sich der Blick auf vergangene Zeiten, wo man Ähnliches erlebt hat. In den USA wurden in 1952 wurde die Finanzrepression aufgehört. Staatsanleihen waren auf 2,5%, ich meine, es waren 2,5% gedeckelt. Das wurde aufgehoben und dann passierte erstmal lange nichts, 5 Jahre. Es ist aber so, wie ein Zentralbankchef, Bundesbankchef mal sagte, zu Geldpolitik, wenn die Zahnpasta aus der Tube raus ist, kriegt man sie nicht wieder zurück. Es wäre nicht rational, sich nicht auf dieses Szenario einzustellen. Wir glauben, dass sich das ganz verheerend auswirken wird auf Staatsanleihen, länger laufende Anleihen mit niedriger Verzinsung. Insofern hier der Denkanstoß Nummer 4, sich darauf einzustellen, dass wir massive Verwerfungen sehen werden bei den Anleihen. Bei den Aktien, so die Frage, haben wir im Bubble, beim Tech-Bereich? Nein, das sehen wir nicht. Wenn man sich die 50er Jahre anguckt, ist das für Risk Assets eine positive Phase gewesen. Die erwarten wir auch hier, wobei wir ein ganz klares Gap haben, eine Differenz zwischen amerikanischen Werten und nicht-amerikanischen Werten. Wir glauben, dass sich das stärker schließen wird. Hier gibt es auch Chancen an den Märkten, aber wir sehen kein Potenzial für einen massiven Einbruch. Damit ähnlich das. Das ist nochmal Verteilung nach Anlageklassen und Sektoren. Wir sehen speziell Potenzial im Aktienbereich, im Bereich Gesundheit, Technologie und globaler Konsum. Im festverzinslichen Bereich gibt es derzeit speziell Chancen nach unserer Sichtweise im Bereich Energie und Rohstoffe, wo man haufenweise Anleihen unterbewertet findet mit sehr viel Upside-Potenzial. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.